Wir befinden uns gerade im Hochbauamt an der Blauen Kappe und mein Name ist Thomas Streubel und ich bin hier für den Bau und Erhalt der städtischen Gebäude zuständig. Also die Stadt Augsburg hat 36 Brunnen, dazu kommen 18 Brunnen, Trinkbrunnen, die die Stadtwerke betreuen. Abgedeckt werden aber eigentlich nur die Brunnen, die ein Brunnenbecken haben, das sind vor allem die historischen Brunnen. Die Brunnen werden im Oktober jeweils über 2 Wochen lang mit Holz Abdeckungen versehen. Das macht das Tiefbauamt für uns in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg. Die kümmern sich um die Brunnentechnik. Also der Hauptgrund, dass wir die Brunnen abdecken, ist natürlich, dass wir die Brunnenbecken und die Brunnentechnik vor der Witterung schützen wollen. Weil wenn die Becken offen bleiben würden, dann würde sich da der Niederschlag sammeln. Dann gibt es Schäden an der Baukonstruktion und es wird vielleicht auch Wasser durch die Abläufe in die Brunnenschächte laufen und da befindet sich die Brunnentechnik, die muss genauso geschützt werden.